Oh, es funktioniert, Leute. Es funktioniert. Guckt es euch an. Und daraus können wir jetzt basteln. Wir können einmal Advanced Plating. Was können wir damit machen? Hallöchen und Fing. Und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Novus. Und ich bin gerade mega, mega, mega glücklich, weil wir haben, wenn ihr das letzte Folge gesehen habt, einfach in der, in der 10. Folge, die ich jetzt vorproduziert habe, die Thermal Zentrifuge. Was mache ich da? Stopp. Das ist die Folge von jetzt. Thermal Zentrifuge. Ja, die haben wir fertig gekriegt. Und das macht mich mega, mega, mega glücklich, weil wir können jetzt endlich fortfahren. Wir können jetzt fortfahren mit der Uranium-Rüstung. Dafür brauchen wir diese Uranium-Plating, wenn ich mich nicht irre. Yep, dafür brauchen wir Uranium-283. Und das kriegen wir aus der Thermal-Zentrifuge, die Tiny Lump auf Uranium. Stopp, das hier kriegen wir raus. Uranium, das haben wir. Und da kriegen wir das raus. So, da müssen wir nur noch Hitze irgendwie erzeugen. Wie funktioniert die? Uranium. Wir nehmen einfach Uranium, das nehmen wir jetzt mal. Uranium, das. Sollten wir auf jeden Fall Uranium. Davon haben wir ein bisschen das. Wir haben sogar ein bisschen Tiny Lump auf Uranium. Die Frage ist jetzt, wie können wir das umwandeln zu Uranium, das? Electric Crusher. Wo habe ich diesen Dust her? Da können wir doch hier. Okay, können wir auch in den Pulverizer packen. So, mit diesem Dust können wir hingehen, in die Thermal-Zentrifuge packen. Und dann kriegen wir Uranium raus. Ja. Ach, mach mich glücklich. Was können wir hier mitmachen? Okay, da kriegen wir im Endeffekt das Gleiche. Aber es ist für eine andere Verwendung. Okay. Das ist aber auch das Radioaktive. So. Ja, doch. Ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, ich hätte das ganz anders machen können und hätte diesen Thermal-Zentrifuge nicht gebraucht. So, Hitze müssen wir da erzeugen. Dann nehmen wir einfach mal Kohle mit und gucken, ob das geht. Glaube allerdings nicht. Ding braucht, glaube ich, gar nichts. Hitze. Wie erzeugen wir da Hitze? Brauchen wir da einen Lava-Eimer für? Wenn auch kein Lava-Eimer, dann müssen wir es, glaube ich, anders machen. Lava. Lava, kein Jungchen. So. So, noch was futtern. Oh, ich habe es einmal mal risikomäßig abgebaut. Wir packen uns das Ding einfach mal hier vorne Richtung ME-System, weil jetzt will ich nicht so schnell wieder abbauen. Wir müssen Hitze erstellen. Wie erstellen wir die Hitze? Mit Lava? Nein. Wie geht das? Thermal Zentrifuge IC2. Wiki. Thermal Zentrifuge, da ist sie. Usage. Damit können wir Crushed Ores und da kriegen wir diese anderen, diese Dust von den Sachen raus. Nur wie hitzen wir die an? It first has to heat up a certain temperature. This is determined by the resource you are using. The heat up phase will use some U. After the temperature is reached, the centrifuging will begin. This phase will be used up much more U when no items to centrifuge are left. The centrifuge will quickly lose all heat. Achso, das heißt, wir hätten es jetzt doch da anbringen müssen. Wir müssen da aber nur Hitze anbringen. Das heißt, wir brauchen einmal nur... Wie war das jetzt nochmal? Wie habe ich das hier angeschlossen? Okay, das geht ganz einfach. Locker, easy, gut. Nehmen wir die Badbox hier mit. So, zack, schließen die Badbox hier an. Nehmen wir ein Kabel. Rednet-Kabel. Und ein Copper-Kabel. Zack.
Zack, und dann kriegt das Ding hier Energie. Ah, jetzt hitzt es sich auf. Okay, es muss erst die Klamotten da rein, die man erhitzen will und nennen. Ah, okay, 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 okay. Das hätte man mir ja auch mal sagen können. Das ist auch gerade mehr, als wir haben. Nix Problem, wir machen ganz schnell eine weitere Windturbine. Aber das kriege ich noch rechtzeitig hin. Zack. Schließen wir hier an. Und schließen wir nochmal an. Kriegt ihr denn jetzt genug Energie? Theoretisch produzieren wir jetzt mehr Energie, als wir verbrauchen können. Das können wir in der Hand halten, ohne dass wir vergiftet werden. Das ist schon mal geil. Hallo. Arbeitet schon mal ganz gut, das ist perfekt. Zack, zack, jetzt rein damit. Wunderschön. Das funktioniert. Das macht mich sogar glücklich. Wir müssen das hier nochmal ein bisschen von craften. Zack. Lassen wir nochmal ein, zwei Stück. Okay, das. Achso, das läutet einfach nur, weil es arbeitet, oder wie? Nee. Das sind dann wahrscheinlich die Kabel, die nichts mitmachen hier. Guck mal ganz kurz, ob wir die Glasfaserkabel machen können. Da können wir vielleicht sogar die RedNet-Kabel nutzen. RedNet. Er hat gar keine Badbox gebraucht. Hallo, Mr. Zombie. Gehen Sie weg. So. Also, wir hätten das einfach so machen können. Oh, jetzt arbeitet es auch wunderschön. Wunderschön. Guckt es euch an, Leute. Guckt es euch an, wie das läuft. Oh, da macht mich glücklich. Sind wir mal richtig gut vorangekommen. Sind wir richtig, richtig, richtig gut vorangekommen, Leute. In der Richtung, wo es nicht hin sollte. Ha, Leute, wir können die Uranium-Rüstung basteln. So, wir machen noch ein bisschen Uranium-Dust. Machen wir einen Pulverizer. Hallo, was willst du denn, Jungchen? Gib mir ruhig noch ein bisschen von deinen Sachen. Eine Lumpen auf Uranium. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Im Macerator kommt das raus, was wir nicht wollen, ne? Ja, da kommt nämlich das andere raus. Schön. Schön. Ich finde es cool, dass wir das jetzt geschafft haben. Ihr wart live dabei, dass ich mal richtig produktiv war, Leute. So, und jetzt müssen wir nur noch Uranium. Dafür brauchen wir, ich guck nochmal genau nach, Depleted Uranium Plating. Depleted Uranium Plating. So. Die craften wir mit Reinforced Plating. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Nee. Mit Reinforced Plating. Und die machen wir aus Basic Plating. 6 Stück in den Kompressor. Da kriegen wir eine da raus. Das heißt, wir brauchen einfach nur Lead und Kohle. Locker, flockig, easy. Pulverized Coal kriegen wir wo raus? Kohle, einfach nur eine Pulverizer.
Kohle haben wir auf jeden Fall mehr als hier noch. Also Kohle, nicht Geld. Andersrum wäre es schön. Können wir denn Kohle da reinpacken? In den Mace Raider. Ihr habt ja verarbeitet es auch. Und er gleich hoffentlich auch. Und dann bin ich glücklich. Wo habe ich da jetzt die Basic Plating her? Cool, das hier ist ja schon mal ein Anfang. So, zack. Du sollst mal hier auch arbeiten, Pulverizer. Ich möchte jetzt auch mal die Kohle hier ran. Ich mache das Ganze auf jeden Fall ein bisschen schneller. Frage ist gerade nur, wo landet das denn? Achso, es landet doch hier drin, okay. Pulverized Coal von Thermal Foundation, perfekt. Wir kommen gut voran, so. Ich weiß, ich wollte mein Haus bauen. Ihr müsst mich nicht dran erinnern. Ich erinnere mich nämlich dran. Sogar sehr gut. So. Ach ne, die Dinger haben wir gerade gecraftet, genau. Deswegen hatte ich davon welche im Inventar. So war das, Idiot. Plating. Basic Plating war das. 9 Stück brauchen wir. Oder war das 6? Ich meine, es waren 6. Ja, 6 für ein. In den Kompressor. Ja. Wunderschön. Wunderschön, wie das läuft, Leute. Ha. Das ist toll. Mach mich glücklich. Mach mich richtig glücklich. Okay, dann lassen wir jetzt einfach hier mal ein bisschen laufen und widmen uns so lange, wie das alles hier läuft, weil das dauert ein bisschen länger, seht ihr, ja? Das dauert ein bisschen sehr lange wahrscheinlich. Machen wir uns nochmal auf die Socken. Gucken mal, wie weit unsere Queries sind. Zack. Ich hätte davon nämlich noch ein paar mehr gerne. Ui. Aber dann haben wir schon mal ein paar. Zack, rein in den Kompressor damit. So, 2 Stück haben wir davon. Dann sind wir jetzt, glaube ich, nur noch... Wo müssen wir das gleich zusammenpacken? Im Induction Smelter. Wir haben keinen Induction Smelter. Dann nehmen wir die Heavy Duty Workspace. Da brauchen wir dann 4. Und dann müssen wir einfach nur hingehen. Und Uranium 238. Das haben wir. Zack. Reinforced Iron Plating. Und da kommt die zweite. So, dann machen wir uns jetzt unsere ersten Platten. Uranium 238. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yep. Oh, ich brauche doppelt so viele. Wunderschön. Das heißt, wir teleportieren uns mal ganz kurz zu Dena. Wofür ich, wenn er die Dinger gebaut hat, verfluche, dass er die Scheißviecher dahingestellt hat. Nicht zu Revi, nicht zu Debitor. Zu Dena wäre ich gerne. Gut, hier hinten können wir noch. Yep. Heavy Duty Workspace. Zack, 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 zack. Oh, es funktioniert, Leute. Es funktioniert. Guckt euch an. Und daraus können wir jetzt basteln. Wir können einmal Advanced Plating. Was können wir damit machen? Ui. Generator fuses hydrogen deuterium. Okay, 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 okay. To generate a very large amount of RF. Oh, Leute, guckt euch an, was wir hierfür brauchen. Oh Gott. Aber das wäre vielleicht auch mal ganz interessant, oder? Was meint ihr? Soll ich das auf Dauer mal bauen? Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Mir gefällt Nuklearkraft. Also, das ist. Sehr, sehr kompliziert, aber dafür halt auch sehr cool. Advanced Plating, dafür kriegen wir dann so viel und dafür kriegen wir dann viel mehr, oder wie? Nee. Oder das gleiche, oder nicht? Stopp. Stopp, stopp, stopp. Uranium. Depleted Uranium Plating. Doch, ja, ist richtig. Ich dachte gerade schon, es ist falsch. Depleted Uranium Plating. 64, 72, 8. 64, 72, 8. Perfekt. Perfekt. Okay, hat funktioniert. Das müssen wir jetzt nur noch ein bisschen ausbauen lassen.
damit wir noch mehr davon haben. Und dann haben wir hoffentlich genug, dass wir die komplette Rüstung basteln können. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Ich bin glücklich, dass ich die Dinger jetzt habe. Und wir da jetzt endlich reinhauen können und die Uranium-Rüstung sehr bald haben. Und mit der Zentrifuge können wir uns bald vielleicht auch noch mal doch diese Rüstung, die Sparks jetzt basteln will, basteln. Da bin ich auch auf jeden Fall offen für. Gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Also würde ich sagen, Leute, da rein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Morgen nämlich. Wisst ihr Bescheid. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und würde ich sagen, haut da rein. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ui.